Hast du gerade gesagt? Was ist saftig? Nichts. Leute, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich habe hier Tati am Start und Dimi. Ich habe den zwei aufgelauert beim Pokémon fangen. Aber wie ihr wisst, wir drehen immer und überall Videos. Also lasst euch nicht von deren Pokémon-Gespiel ablenken. Heute mit Tati am Start. Er geht jetzt demnächst in den Urlaub. Ja, Mann, Montag, oder? Montag. Also heute noch. Zum letzten Mal vielleicht davor deine Meinung zu Cosmo jetzt nach der Bandliste. Du bist ja der Cosmo-Meister bei uns. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es echt nicht schlecht. Ich habe es jetzt noch nicht so wirklich getestet. Ich habe aber so ein paar Ideen. Ich finde es mit einem 3er Luni nicht schlecht. Okay, Dark Destroyer, klar, wenn der weg ist, ist es halt schon anders. Aber man kann ihn immer wieder recyceln. Also egal, ob er im Friedhof ist oder entfernt. Das habe ich auch gesagt. Was hältst du von Sakrophag? Warte, dazu kommen wir noch. Ja? Also es gibt ja jetzt verschiedene Richtungen, die man vielleicht gehen könnte. Ja. Fire King, ja. Demise, ja. Metal Force, Dark Planet. Also ich muss ehrlich sagen, Metal Force hat mich nicht so überzeugt. Das ist zu Combo-abhängig. Entweder da fehlt dir immer irgendwas. Ja. Du musst echt perfekt immer haben. Metal Force hat mich nicht beeindruckt. Fire King wäre eine Option, habe ich zwar noch nie gespielt, aber ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine Option, das zu spielen. Aber ich bin eher so der Typ, der wahrscheinlich eher so auf Dark Planet spielt, wobei man es auch mit Viking kombinieren kann. Und ja, ich würde halt echt auf Speed spielen. Ja. Man hat ja mit Allure hat man Speed, mit Sarkophag, mit dreimal Sarkophag hat man Speed, mit dreimal Terraforming. Man dachte, dass sie eventuell auch geht, aber die ist auch noch drin. Das hat man ja Speed, man kann sich ja immer das suchen, was man braucht. Also ich denke, dass man mit den Karten, die jetzt endlimitiert wurden, mehr Draw-Power hat, finde ich jetzt persönlich. Ja. Wo siehst du jetzt vielleicht die Schwächen von dem Deck? Ja, die Schwächen sind allzeit bekannt. Noch dazu kommt der Utopia Lightning raus. Ja. Wenn man den nicht stoppt, dann ist meistens Game, weil der ist halt einfach noch krass. Ich finde, man sollte aber auch eventuell ein paar Antikarten mit einbauen. Ja, man hat auch gesehen, in Rimini hat der Typ Duft gehabt. Ich weiß nicht, ob er Main oder Side gespielt hat. Aber ich habe schon echt ein paar Cosmo-Decks gesehen, die mit Duft Main gespielt haben. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Idee, weil das einfach halt zu... das ist halt die Schwachstelle einfach. Ja. Es geht mit Teleport auf 1. Wie hart ist der Hit? Das ist schon auch... Also man... Von 3, klar, wo er auf 3 war es so krass, auf 2 hat man es nicht so gemerkt. Und jetzt auf 1, ich weiß nicht, ob man das wirklich so merken wird, weil man eigentlich, damals war immer die Kombo mit Farm Girl, dass man ihn einfach immer dann auch aktivieren konnte. Ich denke, das kann man kompensieren, ja. Ich finde aber der Hit mit Dark Destroyer ganz klar ist halt das Schlimmste an dem Deck eigentlich, weil der einfach das Nonplusultra an dem Deck ist oder war. Und ja, Teleport, glaube ich, kann man kompensieren, eventuell mit dem jetzigen Dorn noch dazu, mit Allure oder mit dem Gold. Ich denke schon. Ich finde das sogar irgendwie schlimmer. Ich finde es schlimmer, Dark Destroyer. Teleport auf 1 als Dark Destroyer. Nee, ich finde es nicht. Also meine. Ich finde Dark Destroyer ist viel zu heftig gewesen. Meine Höchstzeit mit Cosmo war ja mit Teleport auf 3. Ja. Da hatte ich immer Tin Can Endphase Set 5 und ja, so. Ja, aber ich habe jetzt Builds gesehen mit Fire King, wo man auch nur einen Tin Can spielt, zum Beispiel. Ja. Also so wichtig, also wenn man jetzt ein Fire King Build spielt, ist anscheinend Tin Can auch nicht mehr so wichtig. Ja. Ich denke, dass Teleport schon wichtig ist oder war, aber jetzt nicht mehr so heftig wie, ich finde, Dark Destroyer ist einfach schon das Krasseste, was fehlt an dem Deck. Ja. Wie sieht es dann mit so Fallen aus? Also Cosmojo, ist das dann noch so effektiv oder Call, Oase? Naja, das ist halt die Frage. Cosmojo ist dann auch nicht mehr so effektiv, weil man muss halt gucken, welche Schiffe man dann dafür nochmal zusätzlich spielt, ob man jetzt mehr Forerunner spielt oder der andere, der Sechser. Das ist halt die Frage, ob man die anderen Schiffe dann spielt, aber ich glaube, Cosmojo cuttet man vielleicht auf 1 oder 2 eventuell. Dann ist halt die Frage, welches Bild man spielt, wenn man jetzt ein Dark Planet Viking Bild spielt, braucht man Calls auch nicht so wirklich. Das heißt, 1-2 würden dann halt auch reichen. Ja. Und ich denke, das reicht. Wenn man eben nur mit einem Tinken spielt, braucht man auch keine Calls oder keine Oasen mehr in dem Deck. Ja. Mit Cosmojo vielleicht auf 2 langt. Also ist eh gut.
Was denkst du, hältst du so von den jetzt zukünftigen Matchups? Denkst du, Cosmo kann da mithalten? Nein, der Richtung. Es ist schwierig zu sagen. Cosmo war immer ein Deck, was mitgespielt hat im oberen Meter, aber hat dort leider nie wirklich was Großes gewonnen. Ja, hin und wieder mal getoppt und so. Bis jetzt zum Abschluss nochmal YCS gewonnen? Ja, aber das war ja nicht das Deck an sich, das war ja eigentlich nur das Side-Deck, sage ich jetzt mal, weil okay. Wenn der Gegner Duft hat und er kann es nicht weghauen, ist der Ding tot. Ja, da können die ja nichts machen, die Pendelspieler. Und deswegen, also hat im Grunde nicht Cosmo gewonnen, sondern hat eigentlich hat Duft gewonnen. Und so muss man es einfach sehen. Und ich bin aber der Meinung, dass Cosmo immer noch mithalten kann, mitspielen kann, wird aber, glaube ich, nichts wirklich reißen. Ja. Ich denke, dass so die anderen Decks kommen, also die Decks, die jetzt Pendel ist sowieso immer top dabei. BA wurde auch ein bisschen geschwächt, aber immer noch krass. Da kommen noch ein paar Decks. Also ich denke, dass Cosmo vielleicht mitspielen wird, aber vielleicht Top 5, immer noch Top 5. Platz, 6. Platz. So vielleicht. Was heißt das für dich persönlich? Wirst du es weiterspielen oder nicht mehr? Also abgeben werde ich es eh nicht. Das ist eh so mein Lieblingsdeck so mit BA. Ich habe ja die ganzen Karten auch noch und das werde ich auf jeden Fall nicht abgeben. Ich werde es zwar immer noch weiterspielen, aber ich werde mich natürlich auch für ein neues Deck entscheiden müssen jetzt in Zukunft. Ja. Weil wenn man was gewinnen will, wenn man mitspielen will im oberen Meter, oberen Ding, muss man immer Meter spielen. Und ich werde mich für das Top, ich muss halt das schauen, was sich so etabliert und muss mich auf jeden Fall für das Top 1 Meter auf jeden Fall entscheiden. Das werde ich dann auch spielen. Ja, das ist schon wichtig. Das war's. Wir werden sehen, genau, was Cosmo so machen wird. Ja, vielleicht ist der Cosmo dann doch weiter oben. Man weiß es ja vielleicht, nicht, was es alles kann. Aber ansonsten, wir werden weiter Pokémon fangen. Schaut rüber auf unseren Pokémon-Channel und vergesst nicht Yu-Gi-Oh! Serious Business. Servus Jungs, hier euer dreifacher Familie-Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert es uns, kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt an unsere Facebook-Seite, liked die, schaut auch bei unseren Sponsoren vorbei, die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Is Serious Business.